Kongress und im Gerecht Ninschburg 1. November. Ab heute darf in dem Lokal nicht mehr geraucht werden. Wir wollten dort bei dem Balchlekt, bei dem Gescheiden, den Spermelhaufen, den die Uschi Schwarzl installieren hat lassen, da heute sozusagen eine Einrauchfeier machen im Freien. Leider Gottes ist es abgebaut worden, oder Gott sei Dank, muss man sagen. Normal war es viel länger gewesen, bis Mitte November. Jetzt haben sie es echt angerissen, weil ja kein Mensch da oben gehockt ist. Eine Schnapsidee sondergleichen. Ja, wir haben auf alle Fälle jetzt da drüben ein Netzraucherfest gemacht. Habe ich organisiert mit ein paar Wirte da von Bradl, wobei ich sagen muss, ich bin nicht Raucher, ich habe mein Leben noch nie Zigaretten geraucht. Und das geht ja gar nicht. Geht jetzt darum, dass sich die Leute ein bisschen zusammenfinden, ein bisschen reden, ein bisschen an den Haaren gast. So gehört es eigentlich. Zukünftig werden vielleicht solche Stadtfesteln in kleinem Rahmen auch von Seiten der Stadt zu organisieren. Die Leute unterhalten sich gut. Wir haben gesagt, Motto Friday for Smoking. Kommt wesentlich besser an, wie das Friday for Future oder wie der Schwachsinn heißt. Ja, auf alle Fälle, ich wünsche euch das Allerbeste. Musik, solche Sachen werden angenommen, solche Sachen werden gemacht. Die Bradler wählen sowas, weil das ist ja eh ein Stadtteil, der vernachlässigt wurde in den letzten Jahren. Mich freut es, dass es in die Leute gefällt. In diesem Sinne, macht es gut. Servus Innsbruck, Servus Tirol.